Wir sehen hier den Standard-Parcours der Klasse E, wie er ab 2012 auf den Turnieren erstellt werden kann. Bemerkenswert ist, dass das Einreiten im Trabe erfolgt, das Halten und Grüßen an vorgegebener Stelle durchgeführt werden muss. Anders als bisher beginnt der Parcours auch, wie man bei der jungen Reiterin gerade sieht, im Trabe. Die Richter können hier schon die Losgelassenheit, Zufriedenheit des Pferdes, die Anlehnung zwischen Reiterhand und Pferdemaul sowie eine gewisse Durchlässigkeit und Harmonie zwischen Reiter und Pferd beurteilen. An vorgegebener Stelle erfolgt nun gleich der Übergang zum Galopp. Die Reiterin hat insofern auch mehr Zeit, sich den Parcours nochmal in Ruhe anzuschauen, Übersicht zu gewinnen und sich einen Plan zu machen. Sprung 1 wird aus dem Galopp genommen. Sprung 2 wird aus einer Rechtswendung in diesem Beispiel jetzt anvisiert. Hier etwas stockend gesprungen. Der erste Handwechsel erfolgt. Das junge Pferd buckelt noch ein wenig in der Wendung, was die Reiterin aber nicht weiter stört. Sprung 3 sehr flüssig überwunden. Fliegender Galoppwechsel wieder in den Rechtsgalopp. Man sieht, dass primär im Entlastungssitz geritten wird, wobei in den Wendungen und vor den Hindernissen das Gesäß etwas näher an den Sattel herankommen kann. Der Parcours besteht standardgemäß aus 4 bis 5 Hindernissen. Eine Kombination, die nun gerade angeritten wird, muss enthalten sein. Diese besteht aus 2 Steilsprüngen mit einem Abstand von 2 Galoppsprüngen, welches das Überwinden für Reiter und Pferd deutlich erleichtert. Auch wieder neu ist der Übergang zum Trab. Auch im Springbereich haben wir eine neue Aufgabenstellung bei den Standardparcouren in der Klasse E, A und L. In der Klasse E ist sehr auffällig, dass die Reiter an vorgegebener Stelle grüßen sollen, damit sie auch darauf vorbereitet sind, wie sie in den Parcours reinreiten. Es wird wieder mehr Wert auf die dressurmäßige Arbeit, auch auf dem Turnier und im Parcours gelegt. Was ich hier sehr gut dran finde, ist, die Reiter, die noch sehr unerfahrenen Reiter, haben die Möglichkeit, sich in Ruhe auf den Start vorzubereiten innerhalb der Bahn. Dann ist vorgegeben, erstmal den Start im Trab zu absolvieren, an vorgegebener Stelle das Pferd anzugaloppieren, den Entlastungssitz einzunehmen und dann auf vorgegebener Linie zu Sprung 1 zu reiten. Zu dem Entlastungssitz möchte ich noch Folgendes sagen. Also nicht der ganze Parcours soll im Entlastungssitz durchritten werden, sondern es ist mal etwas situationsbedingt, wie das Pferd reagiert. Die klassischen Ausbilder haben uns das so beigebracht, dass es heißt, vor dem Sprung, hinter dem Sprung und in den Wendungen soll das Gesäß doch etwas vermehrt am Sattel sein. Die Parcours sollen der weiteren dressurmäßigen Arbeit des Springpferdes dienen und so die Reiter auf schwerere Aufgaben vorbereiten.